Das ist das Hotel, in dem ich heute nächtige. Also sehen wir mal, wie es von innen aussieht. Und zwar handelt es sich hier um das Schloss Lisa an der Mosel. Und es ist wirklich sehr schön gelegen und man hat einen netten Ausblick. Und da vorne kommt man auch noch mit Ticket rein. Da oben sehen wir die Terrasse, auf der man dann speisen kann. Da hinten ist der Haupteingang, den zeige ich euch vielleicht beim nächsten Mal. Und jetzt gehen wir doch einfach mal herein. Wir gehen durch den Wellness- und Spa-Bereich rein. Hier noch das Fitness. Und keiner ist da, stellt euch mal vor. Hier kannst du Fitness performen. Haben sie Kettlebells? Naja, also man muss ja auch immer in Form bleiben. Mal gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier Kronleuchter und das übliche Pipapo, dieser Aufzug, der extra für mich gerufen wurde. Und auch hier geizen wir nicht an Opulenz. Und schließen die Tür. Voll verspiegelt. Das heißt, eigentlich sehe ich mich jetzt auch hier und ihr seht mich. Tolle Sache. Jetzt geht es nach oben und dann sehen wir uns noch das Zimmer an. Und die restlichen Highlights sehen wir dann in einem weiteren Video. Das Sesam hat sich geöffnet. Weitere Gänge, hier sind so viele von diesen Gängen, ich muss sie gar nicht weiter beschreiben. Aber für uns geht es nicht durch den Gang, sondern durch die Tür ins Treppenhaus. Die Treppe nach oben. Der Ausblick ist etwas, lässt vielleicht zu wünschen übrig, aber das macht ja nichts. Weitere Treppen. Für uns geht es jetzt durch diese Tür herein in einen weiteren Raum. Und hier im obersten Geschoss am hintersten Teil befindet sich die Suite. Ja. Und hier schauen wir mal herein. Also hier das Zimmer, dann das Bad, hier das Wohnzimmer, ein paar Getränke. Mehrere Fernseher natürlich in fast jedem Raum. An der Wand. Bademäntel sind vorhanden, habe ich mir aber schon genommen, um in den Pool baden zu gehen. Und zum guter Letzt zeige ich euch noch das zweite Zimmer. Naja, das Badezimmer. Wollen wir mal nicht unter den Teppich kehren, das ist doch okay. Hier. Yeah. Also, ich würde mich nicht beklagen, wenn ich hier mich länger aufhalten müsste. Aber alles muss ja mal ein Ende haben. Hier ist mein Bademantel. Und nun verabschieden wir uns doch. Hier sind wir in diesem Raum, direkt unter dem Dach. Ein weiteres Schlafzimmer. Aber ich habe mich für das mit dem größeren Bett entschieden. Die brauche ich hier dann ja wohl nicht mehr. Immer schön dran denken, kein Corona kriegen oder verbreiten, Leute. Genau, so viel also dazu. Dieses tolle Zimmer hier ist wohl noch das meinige. Mindestens eine Nacht, also von daher haben wir es doch jetzt gesehen, wie ich hier hereingekommen bin. Und beim nächsten Mal gehen wir durch den Haupteingang, Leute, das wird großartig. Ich habe es gesehen, den blauen Salon, das Jagdzimmer, wir haben Billard und vielleicht kann ich das Personal fragen, ob ich sogar auf dem Flügel was spielen darf. Also von daher bedanke ich mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen und hoffe mal, dass ich euch einen schönen kleinen authentischen Einblick gewähren konnte. Bitte kein Trinkgeld. Danke, ich verdiene schon genug. Danke, danke.